Hallo Leute, Hallo. heute mal aus einer ganz ungewohnten Perspektive. Wir fahren ein paar Tage an die Nordsee mit einem kleinen Zwischenstopp über die Niederlande. Da wollen wir euch den ein oder anderen Stellplatz und Campingplatz zeigen. Wenn ihr Lust habt, uns dabei zu begleiten, kommt ein Stück mit. Viel Spaß! So Leute, wir sind in Urk angekommen. Wir stehen hier mitten im Hafen, das zeigen wir euch gleich noch. Ja, super cool. Strom kann man hier einfach an der Säule anschließen, QR-Code scannen, kann man mit PayPal zahlen. Wir zahlen jetzt für zwei Personen die Nacht, ja, mit Wagen, Strom und allem 16,50. Finde ich total in Ordnung, speziell ja, für den Ort, wo man hier steht. Ja, ihr seht es, wir stehen wirklich mitten an der Marina hier, zeitgleich aber auch extrem zentrumsnah. Gut, Sonntagabend jetzt, natürlich viel geschlossen, aber sonst mit Sicherheit echt ein Bombenplatz. Ja, Entsorgung gibt es auch, ist auch mit im Preis drin. Gibt auch eine Entsorgung für Chemieklo, es gibt super WC-Anlagen mit Duschen und allem. Echt top, ein absoluter Tipp hier. Ja Leute, ihr seht es, wir stehen nicht mehr im Hafen von Urk. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind gestern Abend noch umgezogen, sind da noch geflüchtet. Ja, eigentlich von der Location her war es ein traumhafter Stellplatz, aber die Geräuschkulisse, das war echt irre. Wir wissen nicht, ob es eine Challenge war oder ja, WM oder so hätte man sagen können. Wir haben irgendeine Abschlussfeier oder irgendeinen Grund zu jubeln gehabt. Nee, also es war, weiß nicht, hunderte Autos. Ja, es waren hunderte Autos, die einfach nur im Kreis um diesen Parkplatz herumfuhren und wieder fuhren. Mit aufheulenden Motoren, manche mit Feuerwerk, Motorräder, die mit, ja, auf einem Rad fuhren, Leute, die da auf dem Parkplatz im Auto Wheelies machten. Irre. Nee, sonst wäre es echt wunderschön dort gewesen. Wie gesagt, Bombensanitäranlagen, so, konnten wir euch jetzt leider nicht mehr zeigen. Ja, wir sind jetzt einfach einen Ort weitergefahren nach Lemmer, haben hier schön ruhig im Yachthafen die Nacht verbracht und ja, werden von hier heute weiterziehen Richtung Greetsiel, so ist zumindest der Plan. Thank you.
So Leute, wir sind am nächsten Stellplatz angekommen. Wir sind jetzt in Greetsiel am Wohnmobilhafen. Hier muss man allerdings relativ zeitig da sein. Wir waren jetzt mittags da und das, ja, da war es schon gut voll. Ja. Es fühlt sich gerade so richtig. Also naja, abends braucht man hier wahrscheinlich nicht mehr kommen. Auch ganz nett, direkt am Ortseingang von Greetsiel. Allerdings der Ort selbst, wir waren schon mal gucken, ist tierisch überlaufen. Also selbst heute auf dem Montagmittag. Ja, ganz süßes, kleines altes Örtchen, aber halt voll. Ja, richtig voll. Voll. Der Stellplatz selbst hier, der ist, ja, der ist echt gut. Man zahlt einen Münzautomaten vorne, 12 Euro für die Übernachtung. Stromsäulen gibt es ausreichend. Da kommen damit, ja, wir kommen jetzt mit 10 Meter Kabel hin, aber ja, die was weiter wegstellen, die brauchen schon so 20, 30. Aber alles gut zu machen. 8 Stunden Strom kosten 1 Euro. Muss man Kleingeld mit haben, genauso wie vorne am Automat, der wechselt auch nicht, sollte man auch Kleingeld mit haben. Noch ein kleiner Nachtrag zu gestern, zu unserem Stellplatz, wo wir denn hingewechselt sind, wo wir denn die Nacht verbracht haben, in, wie hieß es, Lammer? Lammer? Lammer. In Lammer, glaube ich. Ich glaube Lammer, sonst blenden wir es nochmal ein, wenn es nicht stimmt. Ja, das war direkt unten am Hafen, wirklich super schnuckelig. Was waren sie? Ich habe gestern Abend gezählt, 14 Stellplätze gibt es da. Die sind kostenlos, man findet zumindest nichts, es ist auch kein Schild da. Es gibt 3 Waschmaschinen gegenüber, ja, mit Münzeinwurf. Ein Stück weiter runter gibt es Duschen. Genau, und WC. WCs, genau, für die auch, für die Boote, die da so liegen. Genau, da nutzt man die Sachen mit, ja, die auch vom Yachthafen mit benutzt werden. Nee, alles in allem sehr schön. Wir zeigen euch jetzt noch ein paar Eindrücke von Greetsiel und ja, dann sagen wir mal, weiter geht's. Guten Appetit. So, Mahlzeit. With you and I, the future is bright.
So Leute, wir sind am nächsten Stellplatz. Wir stehen hier wunderschön im Hafen von Halesiel auf dem unteren Wohnmobilstellplatz, also wirklich direkt am Hafeneinfahrt. Heute ein Traum. Ja, hier gibt es eine relativ gute Infrastruktur. Wir haben jetzt Übernachtung mit inklusive Strom gebucht. Liegt bei 22 Euro für zwei Personen, inklusive Wohnmobil, Strom, alles. Echt, kann man nicht meckern. Oben gibt es Duschen, WCs. Ja, die sind noch nicht ganz so 100% sauber. Was aber kein Wunder ist, hier laufen hunderte Touristen rum und es sind noch nicht mal irgendwo Ferien. Es ist irre, was hier oben los ist, aber ihr seht es auch, Wetter ist Bombe. Guten Morgen, Morgen aus Halesiel. Eine wunderbare Nacht. Es war echt super ruhig. Ein traumhafter Stellplatz hier. Kann man echt nur empfehlen. Ja, jetzt wird gefrühstückt und dann schauen wir mal, wo es weiterhin geht. Wir haben aktuell geplant, einen Campingplatz anzufahren, den wir gut kennen, um da mal ja, ausgiebig mit was mehr Platz duschen zu können. Ja, bleibt einfach dabei, dann werdet ihr das mitkriegen. Bis später, tschüss! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. So, hallo Leute. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Wir stehen hier bei Höpkens Hof und Camping. Für uns einer der absolut besten Campingplätze, den man sich denken kann. Direkt hier in der Gemeinde Jade, direkt am Jadebusen. Wirklich nur wenige Meter ja, vom Wasser entfernt. Ja, was macht den Campingplatz so besonders? Das ist der ideale Campingplatz für Hundebesitzer. Ihr habt hier, das zeigen wir euch gleich noch, einen Teil der Parzellen. Das sind so Komfortplätze, 170 Quadratmeter, komplett mit einem Hundezaun drumherum. Strom, Wasser am Platz, eine Sitzgarnitur noch dabei, echt einfach genial. Der ganze Platz ist definitiv für Kinder- und Hundebesitzer ausgelegt. Hier gibt es einen wunderschönen Campingplatz. Es gibt inzwischen zwei Hundewiesen, eine Agility-Wiese und eine normale.
Ja, und ich weiß gar nicht, ob es noch immer so ist, aber wir waren vor 2 Jahren schon mal hier. Hier sind bis zu 5 Hunde erlaubt und das ist echt, ja, das ist echt cool für jeden, der mit Hund campen will. Ja, wie ihr seht, diese Dusch- und Sanitärräume wirklich auch ausgezeichnet, sehr gemütlich, extrem sauber. Also noch ist, ich glaube, 1,5 Jahre alt. Wirklich Daumen hoch. Guten Morgen. Morgen! Ja, wir begrüßen euch nochmal von Höpkens Camping, Hof und Camping hier. Das war eine ja, recht laute Nacht. Es hat geschüttet. Das ist unglaublich. Es hat gestürmt, geschüttet. Der Wagen hat gewackelt wie verrückt. Aber nichtsdestotrotz, jetzt viel Sonne. Ja, es regnet zwar auch ein bisschen dabei. Es soll so durchmischt werden. Wir wollen heute einen Abstecher Richtung Tossens machen und dann mal schauen, eventuell den Stellplatz in Fedderwader Siel anfahren. Ja, mal gucken, wie der ist. Ansonsten werdet ihr sehen, fahren wir weiter. Bis später. Tschüss. Open up the window, I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow and the late summer sky is like a dying ember. Am Stellplatz in Fedderwader Siel angekommen. Ja, richtig schön hier. Groß, unkomplizierte Anmeldung. Geht alles per WhatsApp. Ich schreibe dem Platzwart einfach eine WhatsApp, von wann bis wann ihr hier stellen wollt, ob ihr Strom braucht oder nicht, mit dem Nummernschild. Ja, dann kommt er irgendwann über Tag angelaufen und kassiert. Ja, Preise habe ich gerade nicht ganz im Kopf. 23 Euro inklusive 2 Personen und Strom. Richtig. Pro Nacht. Genau, pro Nacht. Haustiere sind frei. Ver- und Entsorgung ist auch mit dabei.
Ja, jetzt gehen wir uns mal Fettawater Siel angucken. Ich würde sagen, kommt einfach mit. Und je länger man steht, desto günstiger wird's. Richtig, je länger man steht, desto günstiger wird's. Und ich glaube, hier könnte man schon ein paar Tage stehen. So, ihr habt es gesehen, wir haben Muscheln im Topf, da freuen wir uns schon den ganzen Tag drauf, die haben wir heute Mittag ganz frisch hier vorne in der Fischereigenossenschaft am Hafen gekauft. Oh, das ist echt immer ein Highlight an der Küste, wenn es endlich wieder frische Muscheln gibt. Guten Morgen! Morgen! Ach, das war eine wunderbare Nacht hier in Fettawater Siel. Echt ein toller, ruhiger Platz, auch echt schön gelegen hier. Wir drehen jetzt noch ein kleines Kürfchen hier, wollen noch ein bisschen am Watt vorbei wandern, bevor wir dann nachher weiterfahren. Wir sind jetzt am entferntesten Punkt unserer Tour. Im Prinzip fängt heute für uns schon, grob gesagt, die Heimreise an. Wir machen noch zwei Zwischenstationen. Geplant ist noch einmal Halesiel und dann Lemmer. Ja, bleibt einfach dabei, schauen einfach, was der Tag so bringt. Bis später! Tschüss! So Leute, ihr seht's, wir sind wieder woanders. Wir sind auf dem letzten Zwischenstopp in Lemmer wieder mal. Da, wo wir auch die erste Nacht notgedrungen verbracht haben, nur jetzt auf dem offiziellen Wohnmobilstellplatz. Und deshalb möchten wir euch den gerne auch vorstellen. Der Stellplatz an sich hier wunderschön gelegen, hier direkt im Hafen. Zwei Personen, Übernachtung, Strom ist inklusive, Sanitär ist inklusive, 20 Euro. Fähr- und Entsorgung ist auch mit dabei. Ja, Duschen gibt es noch, haben wir zwar noch nicht gefunden, wenn ja, zeigen wir euch die natürlich. die sollen wohl pauschal für 50 Cent sein, also kann man nicht meckern, erst recht nicht bei der super Lage hier vorne. Wir gehen uns jetzt mal den Ort selber angucken, weil auch den kennen wir ja nur aus der Nacht. Kommt einfach mit!
So Leute, das war soweit unsere Tour. Wie ihr eben gesehen habt, wir sind jetzt in Lemmer. Das war jetzt der Abschluss. Morgen geht es einfach nur noch nach dem Frühstück gemütlich zurück nach Hause. Ja, eine Woche Nordsee vom Eiselmeer bis, ja, das war das höchste Fedderwadersee. Ja. Ja, bis Fedderwadersee, das war der entfernteste. Bis Friesland. Genau, bis Friesland. Das war der entfernteste Punkt, den wir angefahren haben. War sehr schön, waren viele tolle Stellplätze bei, auch ein nicht so guter. Und deshalb wollen wir jetzt hier mal kurz Revue passieren lassen, was es denn da so alles gab. Preislich liegen die Plätze, ja, die meisten haben so um die 20 Euro gelegen. Ja. Es gab zwei Ausreißer, Great Seal, das steht auch für 12 Euro, bezahlt ein Parkticket und gut ist. Strom wird noch zusätzlich nach Münzen eingeworfen. Ja, und der Campingplatz war der Ausreißer in die andere Richtung. Der lag bei 35 Euro für zwei Personen, zwei Hunde und Wohnmobil. Ja, es gab schöne und schlechte Plätze. Negativ, ja, müssen wir leider den Stellplatz in Urg erwähnen. Wobei der Stellplatz an sich da nichts für kann. Der hat eine Top-Lage im Hafen, der hat super Sanitärgebäude. Aber na gut, die Einheimischen machen sich da zum Volkssport immer im Kreis die ganze Nacht mit irgendwelchen Mopeds und Autos, um diesen Platz rumzurasen im Viereck. Völlig ohne Sinn und Verstand. In einem Tempo und einer Lautstärke. Ja. Egal ob Fußgänger, Radfahrer, PKWs, Mopeds, alles läuft da und fährt da kreuz und quer. Genau, da. Diesen Krach. Konnte man nur flüchten, haben wir dann auch getan und sind dann in unserer Verzweiflung hier mitten in der Nacht in Lemmer. Noch nicht mal hier auf dem Platz, sondern einfach unten im Hafen haben wir uns gestellt und einfach nur geschlafen. Besonders schön ist unter anderem dieser Platz hier in Lemmer. Ja, der ist schön. Der ist sehr schön. Fedderwader Siel ist eine klare Empfehlung. Und ja, mein Lieblingsplatz ist eigentlich Hadesiel. Hadesiel, ja. Der ist richtig schön. Direkt auf der, im Hafen, in der Hafeneinfahrt. Ja. Traumhaft. Blick auf die Pötte bzw. Fähren. Genau, aber richtig gut, richtig toll gelegen. Die Wangerooge Fähre sieht man da alle paar Stunden vorbeifahren. Der lohnt sich definitiv, auch wenn man da nur auf einer asphaltierten Fläche steht, wie so oft, aber trotzdem einfach grandios. Kleiner Tipp für Hadesiel, wenn ihr da stehen wollt und wollt Strom haben, bringt genug Kabel mit. Also wenn man in erster Reihe steht, gibt es keine Stromverteiler, die sind nur in hinterer Reihe. Man darf sich trotzdem Strom nehmen, wenn man denn genug Kabel hat. Und für einmal gerade rüber haben wir jetzt genau 50 Meter gebraucht. Wir haben am ersten Tag ein bisschen schräg gestanden, das ging auch. Aber dann wird es schon eng. Also die nicht genau gegenüber vom Stromkasten stehen, die haben auch schnell 80, 90 oder 100 Meter Kabel nötig. Da seht ihr dann auch die wildesten Kombinationen von Steckern, die da ineinander gesteckt sind. Echt top, echt sehenswert. Was da nicht ganz so sauber ist, sind die sanitären Anlagen. Genau. Aber es sind halt auch die, da ist halt der Strand daneben, es sind halt auch die Strandtoiletten. Dementsprechend ist halt der Boden immer nass und sandig. Die Toiletten selber sind sauber, da darf man nichts sagen. Aber es ist halt, der Boden ist halt sandig und dreckig. Ist halt eine Strandtoilette. Was sonst noch war, sowohl Fedderwadersiel wie auch auf dem Campingplatz, wo wir waren, gab es einen Brötchenservice, da konnte man Brötchen bestellen. Fedderwadersiel sogar ganz modern über WhatsApp, kommt da in eine Art Shop rein und könnt da direkt bestellen. Bei dem geht alles über WhatsApp, aber grandios gelöst, der antwortet ruckzuck, das ist echt Bombe. Sonst war es an Versorgung teilweise etwas schwer. Hadesiel geht, da sind es ein paar Meter bis in den Ort rein, da findet ihr einen Bäcker, da gibt es auch abends noch ein schönes Restaurant in Hadesiel, da sitzt man schön draußen, haben wir gestern noch lange gemacht. Richtig toll. Ja, hier Lemmer ist man auch relativ schnell im Ort, so da 5 bis 10 Minuten. Ja, 10 Minuten brauchst du schon. 10 Gehminuten. Da findet er aber alles, da findet er ein Jimbo und Aldi, Action, da gibt es dann alles. Hier auf dem Stellplatz selbst habe ich jetzt nichts gesehen. Great Seal ähnlich, da steht er auch am Ortseingang. Bis ihr da mitunter im Ort irgendwo seid, also vor allem beim Edeka, seid ihr da auch 10 Minuten zu Fuß unterwegs, geht aber. Alles okay, kommt da überall hin. Alle Plätze, die wir angefahren haben, hatten zumindest eine Möglichkeit der Fähr- und Entsorgung. Da war keiner bei, nee. Wo es nicht war. Die unterschiedlich ausgeprägt, aber alle funktionsfähig, alles super.
Ja, dann soll es das von hier, von uns aus gewesen sein. Ich hoffe, die Tour hat euch genauso gut gefallen wie uns. Wenn ja, gebt einen Daumen hoch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.